jetzt wo RPD eine Weile überarbeitet draußen ist, deine Meinung zur Map als Killer und als Survivor? Als Killer habe ich die neuen Maps noch nicht gespielt. So, jetzt Leute, jetzt spielen wir gegen ein Team, was auf jeden Fall Ahnung hat. Und jetzt kann ich euch schon mal eine Sache sagen. Hier, die Fallen, das hier ist schon das erste, mein erster großer Fehler, Leute. Lucia, holy to the motherfucking show. Hello. Lucia, danke dir von ganzem Herzen für den Gifted Sub-Identity. Tausendfaches Dankeschön. Das hier, oh shit, ich habe schon wieder das Internet nicht gewechselt, Leute. Nach der Runde, falls mich jemand erinnern kann, das wäre richtig, richtig gut. Das hier, Leute, seht ihr die Gens, wie weit die voneinander entfernt sind. Die Runde wird komplett anders. Die Survivor, die wissen auf jeden Fall auch, wie man gegen eine Hexe spielt. Und wir haben keine Add-ons dabei. Das heißt, ich kann mich jetzt schon nicht mehr hier rüber teleportieren. Das ist zu weit weg einfach alles. Wir haben hier allerdings auch eine 3-Gen. Wir brauchen trotzdem frühen Down. So. Ich kann mich hier nicht teleportieren. Ne? Das ist einfach alles zu weit weg, Leute. Der Gen da drüben geht an. Ist aber auch so weit entfernt, dass es mir wirklich egal ist. Got the golden touch. Scheiße, das ist nicht gut. Das machen die so gut. Ich wollte mich hier vorteleportieren. Vielleicht nehmen wir auch das Main Building, Leute. Müssen wir. Die spielen das zu optimal. Wir zonen sie mit der Falle. Jetzt haben wir sie. Das war ein wichtiger Down. Let's go. Katie Luna, was geht ab bei dir? Wie geht's dir, Mann? Okay, wir haben doch nicht so krassen Fortschritt. Das ist gut. Müssen hier alles dicht machen. Sie kommt sowieso Phase 2. Ich sehe ihn. Ich zone, dass ich hier die Falle auslösen kann. So, die anderen, die brauchen ziemlich, ziemlich lange zum Resetten. Das heißt, wir hocken ihn so schnell, wie es geht. Teleport Retrap.
Scratchmarks, Bewegung links von mir. Ja, genau. Das macht tatsächlich gar keinen Sinn hier gerade. So, die sind jetzt einfach nur noch mit Heilen beschäftigt, was super gut ist für uns. Dass sie die Falle hier ausgelöst hat, wie wir uns teleportiert haben, ist unlucky. Teleport Retrap, zu weit weg. So, jetzt sieht die Welt schon mal anders aus. Wir sitzen zu zweit dran. Ob es das wert war, weiß ich noch nicht. Hello. 7 Stacks, das Beste kommt zum Schluss. Wir brauchen den Kill jetzt. Die haben Gens priorisiert, das heißt, wir bleiben hier. Heute nicht. Okay, let's go. Jetzt wird's schwierig, Leute. Jetzt wird's wirklich schwierig für die Survivor. Der eine muss sich menden, die müssen sich resetten jetzt. Ich will sie auf jeden Fall tot haben, Leute. Hundertprozentig. Scratchmarks vor mir. Sie ist meine Obsession. Zwei Leute tot. Let's go. 8 Stacks safe best und meine Obsession ist tot. Herrlich. Besser geht's gar nicht. 8 Stacks easy. Ist absolut insane. So, die laufen auf jeden Fall richtig, um gesmackt zu werden. Das gefällt mir. I got the golden touch. Tashas, danke dir für dein Follow. Herzlich willkommen, Tashas. Schönes Dead Heart.
Oh, was? Wir schlagen, weil wir wissen, wo der letzte Survivor ist. Ansonsten kratzt mich das absolut nicht die motherfucking Bohne, um ehrlich zu sein. The fuck, man. Das ist so weird. Haben wir sie nicht gerade hier noch gehört, Leute? Nicht vergessen, Leute. Ah! Mrs. Derpy Potato, einen wunderschönen guten Morgen. Ich kapier's noch nicht hundertprozentig. Vor allem nicht, wie kann es sein, dass die andere Survivorin hier ist, obwohl wir sie da drüben gerade noch gehört haben. Verstehe ich nicht. Carlos Keuler, einen wunderschönen guten Morgen. Dustin, was geht ab bei dir? Und Jesse, erzähl mal ein bisschen. Ach, Leute. Das Lagen ist mir eigentlich auch zu blöd, muss ich ehrlich sagen. Es ist lustig, Leute. Es ist lustig, wie sie keine Scratchmarks hinterlässt, findet ihr auch? Ist Leichtgewicht verbuggt oder sowas, Leute? Oder warum hat sie keine Scratchmarks? Kann mir das jemand mal sagen? Dave, einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir, Mann? Richtig gut gespielt von den Survivern. Das war ein toughes Ding. Ja, bei Disney sind nur zwei Tänchern gegangen. Darum geht's gar nicht. Die wussten ganz genau, was zu tun ist. Sehr, sehr schönes Spiel. Zum Schluss, das war ein bisschen unlucky, dass wir nochmal auf den Bill gehen konnten. Und dass die hier keine Hits getankt haben. Das war so ziemlich der einzige Fehler, den die hier großartig gemacht haben, Leute. Als ich auf Bill gegangen bin, dass die unten lieber den Gendern durchgeboxt haben, als oben irgendwie sauber nochmal einen Anhook zu machen. Easy Clap? Nee, Heiko. Das ist schon, die haben das wirklich sehr, sehr, sehr gut gespielt. Ein falscher Move von mir und das Ding wäre komplett anders ausgegangen. Ja, da haben wir Leichtgewicht, Leute. Holy to the motherfucking schmoly.
No, no, gaming. Yo. Nono, ich danke dir von ganzem Herzen, Mann. Danke dir für die 2 Monate Liebe und Support, Mann. Wirklich. Dizzle habe wieder angefangen, DBD zu spielen, wollte fragen, ob du nach dem Patch bestimmte Perks empfehlen kannst für Survivor. Kann ich tatsächlich, Nono Gaming. Vertraulich. Würde ich mal sagen. Und, so ziemlich alles, was die Survivor hier dabei haben. Kreis der Heilung. Bestärkung. Beweise dich. Vertraulich. Hab morgen wieder Schule. 10-mal mega nice. Was ist das neben Leichtgewicht? Das hier? Selbstbewusst. Das ist von Nancy. Warum waren die... Leute, warum waren die Kratzspuren so schlecht sichtbar? Ach so, okay. Das ist Leichtgewicht? Oh, Leichtgewicht ist richtig sick, Leute.